Hallo Leute und herzlich willkommen zum großen Preis von Europa hier aus Valencia. Letzte Rennen in Kanada, Platz 7, Rennen davor Platz 1 in Monaco. Lief hier alles gar nicht so schlecht bisher. Ich bin wieder auf der Aufholjagd. Wie man im Team in deren internen Duell ja sehen kann, es steht nur noch 2:3. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal den Sack zumachen kann. So, die Strecke wäre leer, aber ich werde jetzt ein bisschen vorspulen, damit ich schon mal so einigermaßen eine Richtzeit habe. So, Hülkenberg auf der Strecke, genauso wie Timo Glock, Schumacher, Räikkönen, Kobayashi und alle anderen. 1:47,65. 1:47, 1:48. 1:46 von Alonso. Jetzt herrscht natürlich reges Treiben da draußen. Da kommt jetzt einer bei Start und Ziel. Eine Runde ist 5,4 Kilometer lang. Daniel Ricciardo ist 8. im Moment mit 1:47, 1:23. Aber sagen, ich spule noch mal ein Stück vor, denn da sind mir zu viele Autos auf der Strecke. Alonso auf der 1, Schumi auf der 4, Vettel auf der 2, Hamilton auf der 3. Jetzt eine 1:45 aus Richtzeit. Oh, die Strecke ist leer. Das ist meine Chance rauszufahren. Oh, regnet es jetzt draußen. Oh, bitte nicht. Nicht schon wieder Regen. Das hatte ich erst in Monaco. Okay, da hätte ich jetzt beinahe vergessen, den Spielsound runterzudrehen. Das muss ich ja manuell machen. Und ja, die Strecke ist nass. Die Strecke ist nass, liebe Freunde. Deswegen sind alle reingekommen. Naja, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Oh, Auslaufzone. Das fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Oh, rutschig, rutschig, rutschig. Nee, nee. Nee, das bringt nichts. Leute, das bringt nichts. Ja, wäre ich doch besser gleich gefahren. Gebt mir den Satz Intermediates, Jungs, und dann lasst mich wieder raus auf die Strecke. Da habe ich nicht aufs Wetter geguckt. Ich habe zwar noch im Kopf, dass das Rennen trocken sein soll, aber das habe ich jetzt verpeilt. Gut, es ist ja nur das Training, von dem her ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Aber ich will zumindest ein, zwei gezeitete Runden, damit ich so ungefähr einen Vergleich habe, wo ich stehe in Valencia. Valencia auch eine sehr, sehr schöne Strecke, wie ich finde. Oh, die Strecke ist schon richtig derbe nass. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, da rutsche ich fast in der Kurve weg. Das ist nix, liebe Leute. Ne, der bremst auch fast gar nicht. So, ich probiere es jetzt trotzdem einfach mal. Damit ihr die schöne Strecke seht von Valencia, kurve ich jetzt einfach mal hier so rum. Und da trägt es mich überall raus. Und ich hasse diese automatische Bremse in diesem Spiel. Ich hasse sie einfach. Da hört man es schon und konnte man auch schön sehen, wie das Auto richtig schön schwimmt in der Kurve.
Nur keine schnellen Lenkbewegungen. Das segelt das Auto regelrecht von der Straße. Haha, das ist nicht fahrbar. Nicht unter diesen Konditionen, liebe Leute. Das... Nein! Nein! Ja, natürlich geht der Frontspoiler kaputt. Das ist wieder sowas von klar. Warum mache ich sowas überhaupt? Wisst ihr was? Ich springe jetzt einfach ins Qualifying, was egal ist. Sagen wir einfach, ich hatte Probleme mit dem Auto und konnte keine Zeit fahren im Training. Das ist unser Geheimnis. Psst. So, diesmal gehe ich gleich auf die Strecke. Ja, mit dem bin ich nicht gefahren, das ist ein frischer Satz. Lass mich raus! Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen... Ja, der Ingenieur ist schon irgendwie putzig aus. Sollte ein leichtes sein, die nächste Runde zu erreichen. Das ist ja kein Problem. Ich stehe nur in der Box und schlürfe Kaffee den ganzen Tag. Arsch. Wahnsinn, ich hasse diesen Renningenieur. Ich hasse ihn einfach. Warum habe ich jetzt DRS? Kann mir das einer sagen? Spiel, da gibt es keinen Sinn. So, 17. soll ich werden. Das bedeutet, zweite Qualifying Session. Aber ich denke, das ist möglich. Ich bin da ziemlich gute Dinge. Nachdem eigentlich auch Montreal nicht so schlecht lief, genauso wie Monaco. So, Reifen sind noch etwas kalt. Da bin ich noch vorsichtig. Warum habe ich DRS? Ach ja, natürlich. Ich kann ja überall DRS einsetzen und Qualifying. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rennen. Ich bin schon wieder aufs Rennen getrimmt. Da geht's ja nur in der DRS-Zone. Das war jetzt mein Fehler. Gebe ich zu, gebe ich zu. Ja, da kamen die Wand etwas näher. Hoppala. So, stellen wir jetzt schon mal auf Fett. Vergesse ich das nämlich nicht mehr. Und dann geht's hier im letzten Korb auf Start und Ziel. Oder Richtung Start und Ziel, muss ich sagen. Aber davor kommt noch diese richtig schön gemeine Kurve, wo ihr in der Kurve schon anbremsen müsst, damit ihr die Start- und Zielkurve erwischt. Sonst schießt ihr entweder in die Wand oder in die Boxengasse. Ist mir alles schon passiert. So, und jetzt bekomme ich natürlich Verkehr, wo ich auf meiner schnellen Runde bin, oder? Daniel Ricciardo natürlich, der will es mir wieder versauen. Typisch Daniel Ricciardo. Da ist immer einer dabei, der versaut es für alle. Bei mir ist es Danny. So, hier ist die DRS-Zone im Rennen. Dieser ewig lang gerade. Und hier kommen Fahrzeuge. Ich sehe Fahrzeuge! Danke, lieber Williams, dass du mir jetzt die Runde versaust. Sehr nett von dir. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann revanchieren. Spätestens im Rennen. So, hier mit der jetzt durch. Hier etwas früher bremsen, weil die Kurve ziemlich eng ist. Hier am besten die Randsteine innen schneiden, dann kommt ihr hier nämlich schneller durch. Und hier wieder diese fiese Stelle mit dem frühen Bremser in der Kurve. Zack, auf Start und Ziel und dann fahren wir eine 1. 43.041, weil mich der Williams aufgehalten hat.
Da hänge ich gleich noch eine dran, aber da komme ich jetzt wieder in den Verkehr. Ja, das ist wie in Monaco. Wenn du Verkehr hast, bist du eigentlich schon ziemlich verratzt, weil überholen geht eigentlich nur an bestimmten Stellen. Juhu! Das ist einer von den Red Bull-Leuten, der hat mich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen aufgehalten. Da ist ein Katekean wahrscheinlich oder HRD. Senna jetzt schnellster mit 1:41, 1:45. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Ja, ich habe fast kein Benzin mehr. Das heißt doch noch gar nichts. So, zweiter Sektor, eine 1:11. Nicht 1,1 Sekunden langsamer. Oh, ja, das passiert, wenn ihr zu eng fahrt, dann rennt ihr in die Wand. Nee, ich lasse jetzt auch bleiben. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Zeit, dass ich dahin gebrezelt habe. Es sollte reichen für 2. 1:43:0. Ja, hätte mich der Williams nicht aufgehalten, aber... Kann man jetzt nicht mehr ändern. Was passiert? Wobei ich jetzt schon auf weiche Reifen gefahren bin. Die anderen wahrscheinlich fahren die Zeit auf hart. Guckt mir einfach in die Zeitentabelle. Sehen wir gleich. So, im Moment bin ich 8. 43. Ja, ich denke, es sollte reichen. Sogar Button. Vettel, 11 nur. Button jetzt 10. Hülkenberg, 1:40:0. Okay. Verdrehte Welt in Valencia, liebe Leute. Verdrehte Welt. Ja, wir bleiben noch 5 Minuten. Das sind wunderbare Neuigkeiten. So, ich bin immer noch auf der 8. Da habe ich mich jetzt festgefahren. Gut so, du hast Q2 erreicht. Oh, mein Teamkollege nur 23. Der kommt gar nicht nach. Habe ich das Duell schon gewonnen? Da steht es 3-3. Das freut mich aber. Gleich raus auf die Strecke, kleine Zeit im Brezeln. Solange frei ist. Oder bevor es zu regnen beginnt. Ja, es fängt eh schon an. Ich habe sogar eine freie Runde. So, Vollgas. Ja, die Strecke ist schon ein bisschen schmierig. Also sprich, nass natürlich. Mindestens 10. Damit ich Q2 erreiche. Q3 natürlich. Was sind wir jetzt in Q2? Ah, da war der Schlenkerer. Nur diese Zeit irgendwie ins Ziel retten, dann hätte ich schon mal einen guten Stand. Dann hätte ich sie alle ausgetrickst. Aber das gestaltet sich schwieriger, als ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Hilfe! Leute, helft mir! Haltet mein Auto fest!
Komm, die letzten Meter. Es reicht für eine 1. 52.079. Oh, beim Anbremsen, hey, das ist ja nicht mehr normal. Achte auf die Reifentemperatur. Lass die Reifen nicht zu kalt werden. Ja, die Reifen sind jetzt mein geringstes Problem. Ich versuche das Auto zurückzuschaukeln, ohne irgendwie... ohne es gegen die Wand zu setzen, natürlich. So, hinter mir kommt ein Caterham vielleicht. Sah zumindest so aus, jetzt auf den ersten Blick. Könnte mich natürlich auch täuschen. Fahr mal auf die Seite, dass er da vorbei kann. Ja, war ein Caterham. Ah, da zieht's mir den Arsch weg. Und ein Marusche hinter mir. Ja, das Rennen wird anscheinend wieder so ein Mischmasch wie in Monaco. Oh, gut, dass die Barrikade nachgibt. Da kommt Rosberg. Fahr doch vorbei. Fahr doch vorbei, du Hirn. Ich kann nicht so schnell auf den Reifen. Gott, und hier schüttet es im dritten Sektor wie aus Eimern. Guck mal, habt ihr den Marusche gesehen da vor mir? Der fährt auch ganz langsam. Wir rutschen hier wirklich eh mass durch die Gegend. Ich will schon gar nicht mehr Gas geben. Um das mal zu verdeutlichen, so sieht es aus der Cockpit aus. Na, Rosberg geht durch. So, Box, Box, Box. Box, 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 würde man den Ingenieur jetzt sagen im Rennen. Box, Box, Box. Puh. Ich denke, mein Plan geht sich auf. Ich bin immer noch Erster. Das ist schon heftig, liebe Leute. Ich konnte genau diese eine Runde fahren. Ich konnte es genau ausnutzen. Ja, die Konkurrenz fährt über 2 Sekunden langsamer jetzt im Regen. Ja, 1 Sekunde. Ja, gut, sie fahren überhaupt nicht langsamer. Gott, ich bin nur noch Zehnter. Bin nur noch 3. Ja, gut, ich fahre jetzt nicht mehr raus. Ich bleibe auf 17. Gut, warum auch nicht? Habe ich verdient. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im Rennen wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage wie immer, stay tuned and so long.